Den Namen habe ich meinem Grossvater zu verdanken. Der hat Ernst geheissen, aber leider habe ich ihn dort nie kennenlernen. Er ist ein Jahr vor meiner Geburt gestorben. Ja, sicher, dass ich ein gutes Comeback mache nach all meinen Verletzungen, die ich hatte. Das dann heisst, ja, er ist zurückgekommen nach all diesen Verletzungen und hat trotz diesen Verletzungen ja, noch eine gute Karriere können machen oder ein gutes Comeback. Ja, in erster Linie sicher mein Vater, meine Eltern, meine Familie und all den Leuten, die mich einfach immer unterstützt haben auf dem Weg, den ich gemacht habe. Und ja, verdanke natürlich einem selber auch. Also, es gehört ganz viel dazu, dass man immer dranbleibt, dass man immer ja, versucht, sich zu verbessern. Und ja, schlussendlich ist es an jedem Einzelnen, ob er eine Karriere machen will oder nicht. Wann habe ich mein Trikot? Bei den E-Junioren vielleicht, wo wir dann Trikots bringen, der Waschfrau und dann ihre geholfen. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Gar nicht mehr. Ja, wir haben jetzt erst eine rote Karte bekommen in meiner Karriere. Das war in der U16 an einem Turnier, wo mich einer so provoziert hat und das Gesicht geschlagen hat, dass ihm dann auch noch eine gingt hat. Und dann habe ich eine rote Karte bekommen, der andere hat auch eine rote Karte bekommen. Ich habe dann einen riesen Zusammenschiss bekommen von meinem Trainer. Aber ja, das war wirklich mein einziger Ausrutscher bis jetzt. Nein, ich versuche mich auf den Moment zu konzentrieren und ja, mich jeden Tag zu verbessern. Und ich glaube, nicht zu weit vorausdenken, das hilft nicht. Also in meiner Situation sowieso nicht. Eher Realist, weil ich versuche so die Sachen so nehmen, wie sie sind und ja, versuche das zu machen, was es braucht, um besser zu werden und um mich weiterzubringen. Ja, sicher, wenn es nicht so gut läuft. Und ich bin manchmal auch ein bisschen zu kritisch zu mir selber. Und ja, ich glaube, in diesen Situationen muss ich auch manchmal ein bisschen noch das Positive sehen und nicht zu fest das Negative. Ich bin selber noch nie am Magenstreich gewesen, muss ich zugeben. Ich bin nicht ein Baselstädter, darum bin ich noch nie gewesen. Und ich weiss einfach, dass ein Marsch ist durch ganz Basel, wo die Leute Musik machen, am Morgen um 4 Uhr. Und ja, sonst kann ich nicht mehr dazu sagen. Ich habe einen Bezug zur Fasnacht. Und zwar habe ich früher mit meiner Familie in einer Clique gesehen, einer kleinen. Aber bei uns im Dorf. Und das war eher eine kleine Sache. Aber ich konnte dort ein bisschen in einem Wagen so ein bisschen Süßigkeiten verteilen. Und das ist so mein einziger Bezug.